Grüezi Dresden. Was wir denken, was wir fühlen, was wir hoffen, was ich denke, was ich fühle, was ich hoffe, das ist nicht ganz einfach. Nicht in 7 Minuten, nicht wenn mindestens einer fehlt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Dresden, wir sind ja in Dresden, nicht wahr? Und Dresden ist für mich die schönste Stadt des Universums und die schrecklichste Stadt des Universums. Und die Zerstörung und der Tod und der Krieg und gleichzeitig die schönsten Preziosen des schöpferischen Geistes unmittelbar ineinander, unauflöslich. Ich kriege das oft nicht in den Kopf und auch nicht ins Herz. Und ich kenne eine junge Frau in Dresden und die wollte ich heute besuchen. Und sie war nicht zu Hause, sie ist auf Weltreise. Und es ist die Briefschreiberin von Vermeer in der Gemäldegalerie. Und da gab es einen sehr, sehr netten und sehr, sehr freundlichen Herrn der Aufsicht und der hat mir die Geschichte erzählt. Es war nämlich so, dass ein internationales Konsortium die Restaurierung dieses wunderbaren Gemäldes bezahlt hat und jetzt als Dankeslohn geht dieses Gemälde auf Reisen, zuerst nach Frankreich und dann, glaube ich, nach Großbritannien, in die USA, nach Japan und vielleicht auch auf China. Aber das ist noch nicht sicher, wie er meinte. Da müssten noch ein paar Entscheidungen getroffen werden. Und schon wieder war ich mitten in der Geopolitik und wollte doch eigentlich nur meinem Kunstgenuss frönen. Aufgewacht bin ich mit dem Radio, mit dem Deutschlandfunk, und da kam ein Interview mit Siegfried Russwurm, und er steht dem BDI vor, also der hervorragende Vertreter der deutschen Industrie. Und er meinte auf die Frage, welche Konsequenzen die jüngsten Erkenntnisse über die Politik in China für die deutsche Industrie haben müsse, dass Pauschalurteile über China in seiner Vielfalt nicht angebracht seien. Pauschalurteile über China in seiner Vielfalt. Und ich habe mich gefragt, wie es möglich ist, dass ein hervorragender Exponent dieses Landes, das doch so unbeschreiblich viel unternommen hat, um den Faschismus zu verstehen, die Faschisten nicht erkennt vor der eigenen Nase. Und es stimmt, es wird ganz viel porös und brüchig, und aber eben auch durchlässig. Und wenn sich die Positionen verflüssigen, dann kommt auch sehr viel in Bewegung. Und deshalb, glaube ich, gibt es keinen Grund zur Verzagtheit. Im Gegenteil. Was mir auch aufgefallen ist in den letzten beiden Tagen, wie unmöglich Sentenzen geworden sind und so Worthülsen, wie schnell man sie erkennt, wenn jemand bei ihnen Zuflucht sucht. Und andere Dinge, die man immer irgendwie verstanden, aber nie wirklich begriffen hat, die werden jetzt so anschaulich wie eine Zeile von Hölderlin, die mir immer wieder einfällt in diesen Tagen aus Patmos, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und das ist wirklich so. Und das erlebe ich jetzt. Und deshalb, glaube ich, gibt es nichts zu hoffen. Aber es gibt sehr viel zu tun. Und wir können es ja tun. Und warum sollten wir hoffen? Ist das nicht
für die Verzweifelten. Und diese Akademie hier in Dresden, die hat eine andere Definition des Reichtums als Siegfried Russwurm. Und er heißt wirklich so. Sie definiert den Reichtum des Geistes und der Erfahrung, wie unser Präsident gesagt hat, und des gelebten Lebens. Und ich glaube, das können wir und das sollen wir und das müssen wir aus Dresden hinaustragen, jetzt, in diesen Tagen. Vielen Dank.